Wenn diese Lampen wieder brennen, ist der Weihnachtsmarkt nicht weit. Bitte? Hallo? Ja, ihr Tauben, bald habt ihr wieder keine Ruhe mehr. Fleißig, fleißig, immer noch. Mittwoch auf Donnerstag die Nacht und Tim und ich sind immer noch dabei. Schaut euch mal die Holzmaserung an. Da muss ich mir nicht mal einen psychedelischen Hintergrund für einfallen lassen. Mother Trip in Nature, Leute. Mit seiner Technik nicht nass wird. Hallo ihr da oben. Alle Jahre wieder, ne? Du, als ich die kleine Frau gesehen habe, aus dem Mikrofon rausgeguckt. Hi. Na? Wie ist es? Läuft? Ja, wir wissen, dass ihr hier seid. Und wir sind auch hier. Noch ein bisschen Kunst. Ja. Da stehe ich nun im Aufzug und muss da raus auf die Etage. Geh auf. Und da komme ich so raus. Nee, muss ich doch absteigen. Jetzt auch in schön. Und da nochmal in der Christo-Version. Na? Ja. Hallo du. Später kannst du mich dafür verklagen. Dass die Plane auch lange hält, ne? Das stimmt. Schon wieder dunkel. Letzte Nacht vom Weihnachtsmarkt. Tada! Tada! Ich habe leider Waschtag heute, deswegen kriegst du einen schwarzen und einen weißen Socken. Aber zum doppelt drüberziehen ist voll okay.
ich gedacht, ja, auch geil, ne? Jum. Jetzt machen wir mal mit Ruhe. Machen wir hoch hier. Gut. Okay. Oh. Geh, wechsel auf die dunkle Seite der Macht. Hab ein rotes Lichtschwert. Passt da nicht rein. Da passt nicht rein. Komm drauf. Wieso geht der Stecker immer aus? Und dann steckt er doch nicht richtig drin, ne? So, das ist jetzt so, oh. Ja, und das ist mehr so braun. Ja, aber besser als weiß, ne? Ja, voll. Tada. Gelöst. Wieso bleibt das nicht an? Komm schon. Hä? Mein Bier war das? Nee, das war meins. Okay. Oh. Meins war voller. Das. Ich stand hier. Ja, glaube. Prost. Auf die gleiche Spucke. Alles gegeben für den Weihnachtsmarkt. Guter Wandel-Weihnachtsmarkt. Sie mit Herz dabei. Aber jetzt gibt es Essen. Und wir haben Notausgangsschilder. Aber vergesst den Jungen nicht. Die Türme sind jetzt mit Filz bezogen und da kommen bunte Lichter rein. Oh, cool. Ja, da hinten ist die Technikinsel, komm mal mit. Wo? Hier? Nein, das sieht so aus. Nein, ich meine aber irgendwie. Wir haben schon alles weggefegt, das sieht so aus. Guck dir lieber das an. Das ist die Technikinsel, das weiße Zelt. Und guck dir mal das an da. Helmut Hennig in Action. Helmut, du bist der Geilste! Da macht er aus, da wird er schüchtern. Ach nee, da kommt er wieder. Und da kommt die große Bühne hin. Also hier drinnen sitzt der Technikmann. Von hier wird der Kaja aus, dann dort die große Bühne. Okay. Oh ja, das wird was. Dann holen wir mal auch den Helmut ab, würde ich sagen. Hi. Hi. Ja, morgen 17 Uhr geht's los, ne? Hallo Hugo. Sag mal hallo. Hallo. Alle sind noch kreativ und in weniger als 15 Stunden sind wir schon auf dem Weihnachtsmarkt und hier ist die Hölle los. Ja. Uiuiui. Uiuiui. Sag mal uiuiui. Hehehehe.
Unser großer Bruder ist auch schon aufgebaut. Und schon in der seligen Nachtruhe. Denn die sind professionell. Aber dafür habe ich noch was zu tun. Man kann ja nicht alles haben. Na? Ja, da ist auch, ne? Mama, schau hier. Danke, Rudolf. So. Ja, hier. Schau dir mal an mit. Guck mal, hier kannst du schon. Nein. Nein. Hi. Hi. Du holst die Hunde. Schaut euch diese Schätzchen im Trashpub an. Solch schöne. Oh, herrlich. Sicherheit geht vor. Aber manchmal geht Sicherheit auch nach rechts. Dort noch. Ja. Die anderen hierfür oder was? Ja, die anderen brauchen wir als Fundament, so Sperrenkisten. Ne? Hä? Sperrenkisten als Fundament drin? Oder? Ja, das wäre echt nicht schlecht, da irgendwas mal reinzustellen. Ja. Ja, dann sind die wohl verbraucht. Okay, dann weiß ich da Bescheid. Ne? 2 Uhr morgens, in 7 Stunden kommt die Bühne. Die Technikinsel ist schon so gut wie da. Wie beurteilen Sie den Fortschritt? Oder wer legt den Strom überhaupt? Geben wir den hier raus? Helan. Die Verteilung haben wir ja schon, den Rest. Das macht, wir brauchen noch die Freigabe von der Verwaltung. Das ist morgen ein Anruf und danach gehen die mit der Hausmeisterin, einer der besten Hausmeisterinnen der Welt übrigens, rüber zum Stromkasten und dann haben wir es. Ja, die Bühne liest der Jürgen an, er meinte, er bringt auch Kabel machen mit, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ist das Alfred Biolek? Nee, das ist irgendwer anderes. Na, kann sich Kai ja aber nicht beschweren. Nee. Technik-DJ-Häuschen. Und was ist hier für Musikwünsche oder was? Ja, kann man sagen.
Ja, damit er da den Blick behält. Ah, ja, ja, ja. Das ist eine sehr intelligente Idee. Das passt doch in mein Sicherheitskonzept. Das ist noch dein Sicherheitskonzept gebaut. Ah, sehr gut. Hauptsache, du hast es noch im Blick. So halb, ne? Ja, ja, es kommt. Der Rest macht Herr Sonnenberg morgen. In 6 Stunden kommt die Beleuchtung für die Bühne und überhaupt die Bühne. Naja, egal. Wir sind immer noch dabei. Und jetzt gibt es ein neues veganes Schild auf der Rückseite des. Yeah. So geht das, Leute. Preisschilder, ein Notausgangsschild, hier nochmal, beziehungsweise, weil wir so witzig sind, mit Weihnachtsmütze. Ihr seht, in ein paar Stunden geht's los. Und so sieht's aus. Ich sage es nochmal, in 3 Stunden und 45 Minuten wird die Bühne angeliefert. Wo ist der Jubel? Jubel! Okay, ich verstehe. Ja, klar. Hier. Das heißt, wenn schlafen, dann jetzt, ne? Wenn überhaupt jetzt, ja. Mit euch beiden aus? Gleich 5. 5:01. Also es ist schon 5 durch. Ja. Prost.
super Idee. Der Tisch wackelt. Wack. Ein Bierdeckel drunter. Ich wollte gucken, ob hier diese Warnwesten und der Scheiß drin. Okay. Ja. Das war meine Begrüßung nochmal zur Vorstellung. Das ist DJ Polar. Mein Name ist Jules Wanted. Wir beide sehen nur noch nie, wenn dieser Autotune mit dabei ist. Für Milo dein Styles und Texte, die abdichtig sind, will ich 1 Million Cash und bring dir Lakritz-Pilze mit. Yeah. Doch so einfach geht das nicht in dieser hohlen Welt. Liebe Reptiluin, auf mein Album FGLOL. Yeah. Denn wenn man broke ist, ist man nicht sehr beliebt. Super Nintendo, Sega Genocide, oh yeah. Ich habe noch Rauschgift dabei, doch verkauft erst ab. Im Leben hab ich Liebe, auch bin ich so relaxed. Doch gegen dein Nazi-Feeling hab ich misanthropen Text. Gleich verpackt in diesem Hip-Hop, auch bekannt als dieser Rap. Schön geworden. Ja. Silvia vom Verschenkeladen. Sag mal Hallo Nachwelt. Hallo Nachwelt. Von Zeitvertreib über Kleidung bis zu den praktischen Dingen. Na? Hallo, viele Grüße vom Wunderwandel Weihnachtsmarkt. Ja, auf jeden Fall. Ist voll schön hier. Er hat keinen an der Waffel, er hat immer einen am Keks und das ist am schönsten. Von uns allen. Trash Park. Hallo. Ich glaube, wir so langsam mit 2-stündiger Verspätung sind wir gestartet. Ja, ja. Dafür machen wir ja 3 Tage, da sind wir nicht dann gleich sofort, ne? Ich finde das gut. Ja, ich auch. Oh, und ich finde, das ergänzt sich auch sehr schön. Schön, ne? Ja. Ist auch relativ offen geblieben jetzt. Wir haben es nicht so gemacht. Ja. Immer im Einsatz, der kleine Mann. Alles legitim. Shalom.
meine Vision, aber keine Medizin. Recht sexuell, alles legitim. Ich hab meine Vision, aber keine Medizin. Ja. Wenn du dein Bett verleihst, machst du Suizide, geh. Ich mach, Papa, nimm das Kind hin. Voller Mann, wir müssen leichter Hitler, war bei Schimmerin. LOL, alles legitim, ich hab eine Vision, aber keine Medizin. Du representest Terror, seid ihr Fans und für Homies. Alexa Text bestand komplett aus Kacke-Emojis. Rundherum. Falsche Freunde und echte Feinde oder echte Freunde mit falschen leichten Nacken. Ist egal, wenn man eine rechte Partei wird. Manche machen voll hilarious. Scheiß Karriere, aber schön, weil es immer wieder einfach tut unter all den Kämpfen. Alte Schule sollte man respekten, doch den Zug wartet schon an der Ecke. Glück bekommen, wir haben Glück gelaufen. Mein Humor ist, wenn dein Mutter Spaß hat, dein Bruder fordert. Fürs nächste Jahr, wie es zuvor war, vermutlich gar nicht der Blut. Mein Bruder ist versucht, weil er diesen ganzen Scheiß. Wir sind alle gleich, ich weiß. Aber ich hoffe, dass es noch gleicher geht, doch wie zu dem. Oder einfach nur den Leichten. Alle sagen, dass es das nicht geht, dann kommt deiner, der nachts nicht weiß. Und wir leg mal eben nebenbei diesen ganzen Scheiß. Wir sind alle gleich, ich weiß. Ich hoffe, es ist noch gleicher. Ja. Wie nur ein Verbot. Gib mir ein Durchlauf. 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 Gib mir ein Durchlauf. Durchlauf. Durch drauf! Durch! Gib mir einen durch! Durch! Danke sehr, Freunde! Danke, danke! Danke. Na ihr Hübschen! Ich habe euren Facebook-Post gesehen, super geil! Ihr kommt über etwas. Festival Hiller, merkt's euch! Yeah. B-O-M-B-E von B-A-N-K-O-L. Schreibe Songs, sonst weiter nix. Bin ich damit weit gekommen, meinte ich nicht. Power Beats, die machen Boom für jenen. Überreiche Wunden, auch gesagt 50 Megatonnen. Schärf die Bombe von weit, komm der Atompilze. Diesen groß, 65 Kilometer hoch. Ein Licht, das niemals wieder brennt. Viele Grüße von Balkonien. Mit 65 GPR kommt die Bombe zu euch nach unten hin. Doch wenn es am Balkon. Frag mich warum, Peck, liegt doch auf der Hand. Mein ganz einfach, weil ich es kann. Nicht warum, Peck, liegt doch auf der Hand. Mein ganz einfach, weil ich es kann. B-U-M-B-E vom B-A-L-K-O-N. Ich koche Wasser und mache Tee, brate Gemüse und Kartoffeln. Ja, schiebe voll den Hardcore-Film, doch warte, bis ich bald frei vom bin. Nun geh ich den Flur entlang in mein DJ verpeilt den Einsatz, weil er zu viel am Pissen ist. Gehört zur Show, gehört zur Show. Ja, ich wollte gerade sagen, das könnte man fast geplant als Show-Element einbauen für die Zukunft. Das gefällt mir gut, da kann ich durchatmen und mich über dich lustig machen oder sowas. Aber dann würdest du das ja auch sagen, oder? Ey, ist Fun-Faktor, herrlich. Nice, was haben wir denn hier noch? Wo sind wir überhaupt? Ja, ich sehe es auch nicht. Ja, das ist Hammer. Jetzt. Das ist jetzt. Das ist jetzt der Hammer. Das ist es jetzt. Besser will's gar nicht. Ich kann mich auch immer noch so einen kleinen Tick auf dem Monitor lauter hören. Dann könnte ich mich ein bisschen mehr entspannen. Ja, wenn das mit Feedback geht, ich auch, aber muss nicht unbedingt sein. Ja, also selbst natürlich nicht, aber... Das ist
frei, der mit seinem Zimmer. Das entspannter Scheiß, das ist rein, der in seinem Zimmer an sein Schreibtisch. Das entspannter Scheiß, das ist rein, der in seinem Zimmer an sein Schreibtisch. Stundenlange Texten fallen, das ist erstmal Tränen runterkommen, das ist abgefragt sein. Und sein Stundenlohn, das ist Hunger haben, doch kein Appetit. Auch so Wack MCs, dass es nichts hört, obwohl alle mit dem reden. Bei Brüdern nichts sagen, doch trotzdem alles verstehen. Das ist Mucke machen, aus dem Bauch raus. Das ist stundenlang Beats, hören, wenn man den Sound braucht. Das ist erstmal ein Trinken gehen. Das ist Bilder vom Magen, doch nicht hinzusehen. Das ist ein Leben lang in Linde leben. Und mit Wörtern Bilder malen, die selbst Blinde lesen. Das ist der Mucke auch mal ein Sinn zu geben. Oder einfach nur ein Rauchen und sich hinzulegen. Ja. Ah, hallo. Hallo, guck mal hier, kannst du mal auf den Robert? Ja, hat er gut gemacht, ne? Hat er echt gut gemacht. Noch 23 Minuten noch davon. Nee, wir machen eine halbe Stunde länger Bühnenprogramme. Der letzte Rapper konnte noch nicht spielen. Die Sonne nur in den Nächten sieht, macht irgendwie keinen Sinn wie SSA und Ecstasy. Sollte man meinen, aber nein, auf keinsten. Ich werd einfach vom Feinsten auf alles scheißen. Meistens schaff ich die von Fast Pay, gerade in die Sonne scheint. Oft, wenn sie untergeht, Oscar aus der tolle Zeit. Ich hab ne Sicht auf das Leben wie ohne Brille im 3D-Kino. Ist schon okay, ich bin auch eh Shizu. Macht euch um mich mal keine Gedanken. Bevor ich sterbe, werde ich schon dich auf der Erde landen. Oh, ich grüße meine UFO und was machst du so? Teuer Lock. Numero uno, Papi Chulo. Realität existiert nicht. Interessiert mich nicht, ja. Das ist nicht verrückt, das ist verschoben. Das ist nicht mal geschrieben auf Rot. Das ist nicht mal gelogen. Hey, das ist ein kleines bisschen neben sich. Immer nickt und auch nichts verstehen als ich, wenn jemand spricht. Lass mich mal scharf nachdenken. Ah, nee, das tut weh, da müsste ich mein Kopf um 180 Grad wenden. Mein Gehirn fühlt sich irgendwie püriert an. Ich brauche Hilfe, kann ich noch ein Bier? Hallo, ich bin's, die Realität. Ich weiß, dass du von mir leider nicht so wenig verstehst, aber du lebst deinen Film und es geht immer noch weiter. Ach, scheiße, halt die Fresse, Mann. Na ihr brutalen Jungs. Galerie brutal, Weihnachtsmarkt, ihr wisst sowieso, ihr wisst Bescheid. Ihr Bescheid. Brutal. Es ist brutal. Artifarty. Und da sind die Jungs an der Wand. Aloha! Na? Kaffee, Kaffee. Ja, wir haben hier Quick-Quick-Quick-Sachen. Ja, yeah, geil. Guten Tag. Guten Tag, aloha. Hi. Moin, moin. Hi. Hi. Uhu.
Aloha! Wee wee! Neugierig, neugierig. Ist ja schon auf dem zweiten Video drauf. Wir werden uns da. Ralf und die werte Christina Werbsbielowska. Ah, Yazadistan, der lässt nicht locker, du. Der Klassiker, der auf keiner WG-Toilette fehlen darf, von Ralf Kopke. Da, wo es gut duftet, sind die Aliens.
Der erste Schnee auf unserem Weihnachtsmarkt. Alien Alarm!
Mann des Wochenendes. Ich bin nicht der Wichtigste, wir sind alle wichtig. Oh, du hast das schön gesagt. Heute Nacht war ich wichtig. Ein wahrer Ehrenmann spricht so. Thank you.
sich ein cooles Jahr.